Ja, ich bin einfach sehr berührt gewesen von diesem Video. Ich bin unendlich dankbar, dass jemand mit dieser Prominenz und diesem Bekanntheitsgrad sich hinstellt und sagt, auch ich bin nicht perfekt, ich stehe nicht über allem, ich habe auch persönliche Probleme, ich habe auch Ängste, ich habe auch Schamgefühle. Hallo meine lieben Freunde der gelassenen Pflege, sowie alle, die sich für Zwischenmenschliches interessieren, im Privaten sowie im Beruflichen. Ich mache mir heute Gedanken über Outings. Ich denke heute darüber nach, warum es diesen Stellenwert hat oder es uns oft so viel Überwindung kostet, etwas sehr Intimes von uns preiszugeben. Warum wir uns schämen, wenn etwas an uns aus unserer eigenen Perspektive nicht perfekt ist. Und ich habe dieses Video genannt Danke, Herr Raphael Bonelli, weil er sich vor kurzem mit einem Video geoutet hat, wie es ihm mit seiner Stimme geht. Er wurde diskreditiert, abgewertet von manchen durch Kommentare bezüglich seiner Stimme. Ich habe mir bestimmt schon hunderte seiner Videos angehört und bin wirklich sehr dankbar für seinen Dienst, den er an der Menschheit leistet, durch seine Gedanken, die er mit uns teilt. Und auch mir ist aufgefallen, dass seine Stimme, dass er ein Thema mit der Stimme hat, aber es war nur ganz selten und es war nur so ein Gefühl am Rande, dass ich dachte, warum spricht er immer so nach innen? Jetzt hat er ein Video darüber gemacht und ich verlinke es auch unten. Es geht mir heute nicht um sein Thema per se. Und hat sich geoutet und hat sich damit auch befreit, vielleicht auch erklärt. Aber ich glaube, wenn ein Mensch wie Dr. Raphael Bonelli den Mut hat, über etwas zu sprechen, was ihn selbst belastet, wo auch ein Schamgefühl dabei ist, ein Nicht-Perfekt-Sein, dann ist das wahrlich dienlich und wird vielen Menschen helfen, auch selbst den Mut zu finden, über ein persönliches Thema zu sprechen. Und ich habe auch schon mehrere Videos, in manchen Videos darüber gesprochen, über die Scham, die manche Menschen haben. Ich habe einmal über eine ehemalige Klientin gesprochen, die eine Zwangsstörung, Zwangserkrankung hat und sich so sehr dafür schämt, dass sie dies nicht einmal ihrem Partner mitgeteilt hat. Und ja, ich bin einfach sehr berührt gewesen von diesem Video. Ich bin unendlich dankbar, dass jemand mit dieser Prominenz und diesem Bekanntheitsgrad sich hinstellt und sagt, auch ich bin nicht perfekt, ich stehe nicht über allem, ich habe auch persönliche Probleme, ich habe auch Ängste, ich habe auch Schamgefühle. Und dadurch, dass ich als psychiatrische Krankenpflegerin auch im aufsuchenden Dienst war und sehr lange Menschen in der Einzelbegleitung betreut habe, begleitet habe, unterstützt habe mit psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen, habe ich dies natürlich schon sehr oft gelebt, dass man dies verbirgt, dass man es verbirgt vor den Nachbarn. Und das war für viele sehr oft ein Spießrutenlauf, weil ja viele durch ihre Erkrankung
nicht in der Lage sind, zu arbeiten zu gehen. Und dies auch oft sehr beschämend war, wenn sie gefragt wurden, warum gehst du nicht arbeiten? Du bist noch so jung, du bist ein gesunder Mensch. Warum hast du keinen Job? Und viele haben sich schon so standardisierte Ausreden zurechtgelegt oder Tagesabläufe, wo es der Nachbar jetzt nicht so mitbekommt, dass man nicht regelmäßig zur Arbeit geht. Und selbstverständlich, und das habe ich auch schon einige Male erzählt, habe ja auch ich einige Themen, Erfahrungen in meinem Leben, wofür sich der eine oder andere sehr schämen würde. Also ich bin bei einer Mutter aufgewachsen, die paranoide Schizophrenie hat. Die Scheidung meiner Eltern war, als ich 5 war. Und so bin ich schon auch sehr skurril aufgewachsen. Sie hat mich in sehr viel beschämende Situationen gebracht durch ihre paranoide Wahrnehmung dieser Welt. Das ist bis in die früher halt als Kind in der Schule, wo sie an Elternsprechtagen Lehrern Sachen vorgeworfen hat, die sie selbst wahrgenommen hat, aber die ich natürlich nicht zu Hause erzählt habe, weil ich hatte eine andere Wahrnehmung, aber wo dann die Lehrer am nächsten Tag zu mir gekommen sind, ja, was erzählst du denn zu Hause? Also ich hatte sehr viele Situationen, wo ich mich geschämt habe. Und trotzdem habe ich nie, nie, niemals versucht zu verbergen, dass sie meine Mutter ist. Und auch wenn ich mich geschämt habe, manchmal für ihr Verhalten oder dass sich andere vor ihr gefürchtet haben, habe ich immer ganz klar gesagt, das ist meine Mutter. Und später dann als Jugendliche, also im Alter von 15 bis 25 circa, hatte ich eine Essstörung. Also ich war eine Binge-Eaterin, das schreibt man Binge. Das sind so regelmäßige Fressattacken. Und im Wechsel habe ich dann wieder exzessiv Sport gemacht. Und in dieser Zeit habe ich mich, ich glaube, am meisten geschämt. Und in dieser Zeit hatte auch ich nicht den Mut, dies anderen Menschen mitzuteilen. Und habe mein Essverhalten geheim gehalten und es niemandem erzählt. Und ich habe sehr darunter gelitten. Ich habe mich sehr geschämt, habe mich gefühlt wie jemand, der keinen Willen hat. Und ich muss aus heutiger Sicht sagen, zum Glück habe ich mir keine Hilfe von außen gesucht damals. Also nicht der klassische Weg, zu einem Psychiater zu gehen oder mir diese Hilfe zu holen, sondern ich hatte damals mir sehr viel Literatur besorgt, und zwar Literatur bezüglich Ernährung, psychologische Literatur und spirituelle Literatur. Und ich habe unendlich viel gelesen und ich konnte damals verstehen, dass dieser unstillbare Hunger, deswegen war, also mein Hunger war nicht zu stillen, weil es eigentlich um eine andere Art von Hunger gegangen ist. Meine Mutter hat uns gut versorgt auf materieller Ebene, aber auf emotionaler Ebene war ich unterversorgt und so war dies eigentlich ein emotionaler Hunger. Und wenn ich diesen Hunger auf einer anderen Ebene, also auf der materiellen Stille, kann ich niemals satt werden. Auf jeden Fall hat mir diese Auseinandersetzung, die ich sehr wohl gemacht habe, geholfen und ich konnte meinen eigenen Weg daraus finden. Und es ist mir auch dienlich, heute sowohl mein Aufwachsen als auch meine Essstörung, wenn ich mit Menschen, die psychische Erkrankungen, Essstörungen, Suchterkrankungen, was auch immer haben, arbeite oder diese begleite. Weil ich ein anderes Verständnis habe, als hätte ich es nur kognitiv gelernt, studiert, erfasst. Und egal welchen Workshop ich mache, welches Seminar ich gebe, egal um welches Thema es geht, es gibt kaum eine Veranstaltung, wo ich nicht auch einen kurzen Impuls darüber hineingebe.
weil ich merke, dass es mich authentischer macht, dass man versteht, dass ich aus der Tiefe meines Erlebens, meiner Erfahrung spreche und es nicht nur angelerntes oder angelesenes Wissen ist, das ich weitergebe. Und als ich früher, wenn ich früher in Beziehungen war und dann ist es mir auch einige Male so gegangen, wenn ich mit einem Partner gestritten habe, dass genau in diese Wunden gebohrt wurde. Also ich habe immer das gesagt, dass meine Mutter psychisch krank ist. Und im Streit wurde mir dann ganz gerne mal gesagt, ja, du bist ja wie deine Mutter, du bist ja selber psychisch krank. Und das passiert oft. Wenn wir uns offenbaren und unsere Schwächen zeigen, dann kann es passieren, dass jemand genau da in diese Schwächen hineingeht und uns aufgrund unserer Schwächen abwertet, unserer empfundenen Schwächen, unserer Wunden vielleicht eher, dass man uns genau da abwertet. Und ich habe aber damals schon, es hat mir schon wehgetan, aber mir war klar, ich werde das nicht verbergen. Und meine Essstörung habe ich schon lange verborgen, aber weil, also hier konnte ich, das habe ich nicht geschafft. Ich habe mich hier so schwach gefühlt, so willenlos. Aber von dem Moment an, wo ich verstanden habe, worum es da gegangen ist oder dass es eine Essstörung war, konnte ich auch anfangen, darüber zu reden. Und es ist immer noch eine Überwindung für mich, wenn ich vor Kollegen stehe in einem Seminar und ich dies preisgebe. Ich spüre immer noch eine gewisse Scham darüber, wie ich gehandelt habe. Und deshalb freue ich mich, wenn Menschen, die viele kennen, zu denen viele aufsehen, auch preisgeben, was sie belastet und auch den Mut dazu finden. Und es ist oft das Argument, nein, ich sage es nicht, weil ich eben weiß, ich werde dann, wenn ich mich diesem Menschen offenbare, wird er genau mich dafür abwerten oder sich selbst erhöhen. Und ich sehe das inzwischen anders, denn erstens lasse ich mich dadurch nicht abwerten, weil ich dazu stehe und ja, ich bin nicht perfekt. Ich habe Schwächen, ich habe Krisen, ich kenne das Gefühl von Überforderung, ich kenne das Gefühl, Angst zu haben. Und mir ist das inzwischen mehr ein Wegweiser geworden, wenn jemand glaubt, dass er aufgrund meiner Offenbarung mir dann genau in diese Wunde bohren muss, dann zeigt mir das eher auf, dass dieser Mensch in meinem Leben keinen Platz bekommt. Und wenn jemand um meine Wunde weiß und deshalb behutsamer mit mir umgeht oder aufpasst, nicht diese Wunde noch tiefer zu machen, sondern ihr den Raum gibt, dass sie heilen darf, dann weiß ich, dass dieser Mensch in meinem Leben sein darf. Ja, ich glaube, das ist es für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und vielleicht noch in eigener Sache. Selbstverständlich ist die Kunst der gelassenen Pflege oder mein Kanal an und für sich nicht für jedermann interessant. Doch ich freue mich trotzdem, wenn es euch gefällt oder euch interessiert, was ich zu sagen habe, dass ihr mir ein Like schenkt, einen Daumen nach oben,
dass ihr mir ein Feedback gebt über Kommentare oder auch, dass ihr meine Videos verteilt, um sie vielleicht ein bisschen mehr Menschen zugänglich zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, eine schöne Zeit. Ich wünsche euch Offenheit, ich wünsche euch den Mut, zu euch zu stehen, so wie ihr seid. Alles Liebe, eure Mel.